Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, hier wieder bei The Elder Scrolls 5 Skyrim mit Sephiron und neuestens der Lydia, unserer, ja, ich würde mal sagen, Leibwächterin. Wir haben uns in der letzten Folge dieses Haus gekauft, um endlich weitermachen zu können, denn wir haben viele Sachen gelootet etc. auf unseren Quests und die müssen wir ja irgendwo versorgen und deshalb dieses Haus. Ja, jetzt das, was ich noch machen wollte gestern, als ich aufgehört habe. Wir brauchen noch ein bisschen Gold, denn wir wollen ja das Haus auch einigermaßen auf den einen okay schönen Stand bringen, damit es sich hier leben lässt und nicht einfach so eine Bruchbude da ist, ne? Ja, dazu brauchen wir ungefähr 1000 Gold. Wir werden jetzt einfach irgendeine Mission annehmen und hoffen, dass uns diese so viel bringt. Da es Nacht ist, können wir nicht wirklich auf viele Leute hier hoffen. Deshalb verpieseln wir uns gleich mal irgendwo in die Wildnis und suchen vielleicht einen Dungeon. Oder wir könnten auch den Schrein von Asura besuchen. Das wäre auch eine Idee. Wir könnten auch nach Dämmersten gehen. Nein, das ist ein bisschen zu weit weg noch. Was haben wir hier? Rorikstadt. Was war das denn? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das war doch so ein kleines Dörfchen. Da muss ich mich gerade mal erinnern. Da vorne ist unser treues Gepferde. Gesaue. Nee, unser treues Pferd. Ah, genau, das war hier der Durchweg, ne? Einfach so ein kleines, was ist das denn? Nicht mal ein Dorf, es ist einfach so ein paar Hüttchen aneinandergereiht. Na, wartet, ihr werdet doch eins aufs Dach bekommen, Sessel. Warum? Was habe ich denn getan? Ich habe euch gesagt, dass ihr den Garten bis Sonnenuntergang jäten sollt und ihr habt es nicht gemacht. Jetzt habt ihr eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier, Papa wie aus hat dem gesagt, Nichts dass ihr das tun sollt, ist. Nicht ich. Er sagte, es sei ein Zitschi-Mönch gewesen. In meinen Augen hat er etwas zu viel Skooma getrunken. Skooma, wer das noch kennt, ist die Droge von The Elder Scrolls. Also in Oblivion war es so. Ja, komm, geh mal aus dem Weg, Junge. In welche Richtung zieht's uns denn jetzt? Was ist denn hier vorne überhaupt, wenn ich mal fragen darf? Ah, das scheint so ziemlich nichts zu sein. Ja, komm, wir reiten einfach mal dieser Straße entlang und schauen, was passiert. Denn Skyrim ist bekanntlich viel mehr vollgestopft mit Dungeons etc. und Quests wie Oblivion, obwohl mir das momentan noch nicht so vorkommt. Aber wir haben ja auch noch gar nicht viel von der Welt gesehen, sondern wir waren ja meist in den Städten und Dörfern unterwegs. Und ja, jetzt reiten wir einfach mal nach vorne und gucken, was da so kommt. Wie gesagt, vielleicht ein paar Banditen, die wir ausnehmen können. Ja, die Ironie des Schicksals, die wir ausnehmen können. Oder irgendwelche Türme, die wir plündern können oder was auch immer da kommen mag. Ach, da vorne ist ein Wolf, ne? Ah, Mann. Jetzt muss ich extra absteigen, nur um diesen dummen Wolf zu töten. Ja, dann komm mal her. Ja. Habt ihr das gesehen? Mein Schwert ist so energiegeladen, dass es sogar noch, dass das Blut sogar noch 5 Sekunden nach dem Einstich gespritzt ist. Ja, Logik in Skyrim, aber das funktioniert bisher in keinem Spiel besser, das ich kenne, wie in Skyrim. Die Logik. Was ist das? Eine Leiche. Ich nehme mal an, weil die Leiche hier... Oh, what the fuck? Wir haben immer noch keinen Trank. Und es... Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Da vorne Banditen. Da oben ein Drache. Wo ist er jetzt? Da oben. Da kreist er. Sollen wir uns das ansehen, Leute? Ey! Unser Pferd hat ganz allein 3 Banditen
den Arsch versohlt und sogar noch einen dabei getötet. Das finde ich ja mal schnieke. Hier nehmen wir einfach mal alles mit, weil wir keine Rüstung haben. So, und wie es ausschaut, stehen wir einen Kampf gegen einen weiteren Drachen bevor. Obwohl ich eigentlich gar nicht bereit bin. Aber was will man denn tun? Was will man tun? So, jetzt muss ich mich kurz ausrüsten. Hier so und so und so. Haben wir überhaupt was für oben? Nein, haben wir nicht, oder? Oder doch? Das scheint dazu zu gehören. Also, da oben. Da oben. Oh, da ist noch ein Bandit. Bandit, hinter dir fliegt ein Drache, wenn du das nicht bemerkt hast. Und schiss. Den Bogen nehmen wir. Den können wir gut gebrauchen gegen den, mit dem Kampf. Fellrüstung. Finde ich ja schön. Fellarmschienen. Fellstiefel. Ja, jetzt gucken wir mal, was da besser ist. Fellrüstung, ja doch. Haben wir noch irgendwo hier die Stiefel? Sehr gut, sehr nice. Perfekt. So sieht's aus mit dem Santa Claus Mützchen. Stellen wir uns dem Drachen. Wo ist der denn hin? Bandit, ach so. Der ist anscheinend wieder verschwunden. Also ich kann ihn nicht mehr sehen. Und auf dem Radar scheint er auch nicht mehr zu sein. Okay. Ja, dann soll das ja nicht unser Problem sein, ne? Wir hatten eigentlich nämlich was ganz anderes vor, bevor uns dieser Drache wieder mal ein Strich durch die Rechnung gemacht hat. Da vorne sind lauter Tiere, die flüchten vor ein paar Wölfen. Ich frage mich wirklich, wo jetzt dieser Drache hingeflogen ist, denn in der Regel greifen ja Drachen gnadenlos an. Und ja, dieser hat anscheinend nur... Wollte anscheinend nur spielen. Oh, jetzt habe ich mein Pferd angezaubert. Kacke. So. Aber zur Sicherheit behalten wir ein Auge in der Luft, denn ja, man weiß ja nie, ne? Also es ist auch schon vorgekommen in den letzten Parts, dass wir gnadenlos überrascht worden sind von Drachen. Und deshalb ist es ein Bandit. Ja, anscheinend. Räuberschlucht entdeckt. Magie ist einfach praktisch. Wow, 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 wow. Ihr seid ja ganz gemeine Leute. Ja, dann kommen wir eben hoch. Ist das aber ein... Ja, ich weiß, die Waffe hat keine Magie mehr, aber das kratzt uns wenig. So, jetzt geht's rund, meine lieben Freunde. Du stirbst und du stirbst auch. Wir müssen dringend unsere Schwertkunst verbessern. Denn andernweitig werden wir hier nicht weit kommen mit einem Schwert. Das ist euer Ende. Nee, ist es nicht. Wir heilen uns nämlich gerade. Es kann doch nicht sein, dass wir schwächer sind als so eine doofe Frau. Hier, was ist das? Bitch! Banditen gesetzloser, Nierenwurz. Ja, schön. Stab der was? Zombies. Ach so, cool. Was haben wir hier noch? Eisenpfeil, Gold, ja, Pipapo, Jagdbogen. Brauchen wir nicht. Gold, Eisenkriegshammer. Das ist alles so wenig wert und wiegt so viel. Ja, noch ein paar Pfeile, Eisenrüstung. Ah, das gefällt uns schon mehr. Denn wir haben, wie bereits bekannt, ein Nord und wir sind auf schwere Rüstungen spezialisiert. Nicht auf so Kackleder-Scheiße. Tut mir leid für die Ausdrücke.
So, jetzt sind wir in dem Zustand, in dem wir es uns gewohnt sind. Wir heilen uns nochmal kurz, dann plündern wir das Lager. So, Magie kurz wieder wechseln. Zerstörung. Ja, was nehmen wir? Flammen oder Funken? Flammen oder Funken? Flammen oder Funken? Na komm, wir nehmen Funken. Sonst geht unsere Magie nie zu Ende. So, was haben wir hier? Hebel. Und was aktiviert der? Die Steine wahrscheinlich, ne? Hier drin gibt's noch... Oh! Banditenführer! Oh! Und er scheint eine verzauberte Axt zu haben. Wow, 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 wow. Ach du meine Güte. Hat der uns gleich glatt die Kehle aufgeschlitzt. Und natürlich haben wir nicht gespeichert. Das bedeutet, wir fangen wieder von vorne an. Oh Leute, tut mir leid. Das war jetzt gerade ein Riesenfehl. Naja, wir werden es denen schon noch zeigen. Dieses Mal ein Spürchen schneller. So, hey Pferdchen, komm mal her. Ich habe einfach das Gefühl, unsere Angriffe nehmen zu wenig weg. Also wir sind irgendwie underleveled oder die anderen sind overleveled oder keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen das anders angehen, aber ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit wechseln. Eigentlich können wir jetzt Magie machen, alle töten, aber ich möchte erstens auch den Schwertkampf trainieren und zweitens möchte ich nicht die ganze Zeit von Magie zu Schwert wechseln etc. Ich möchte auch einen fließenden Kampf haben, damit es spannend bleibt und lustig ist und nicht einfach so, irgendwas komisches. Ja, wir ignorieren jetzt mal gekonnt den Wolf. Und reiten direkt zu den Banditen. So. So war das. Die Sachen nehmen wir gar nicht mal mit, weil wir finden nämlich bessere nachher. Wie wir bereits wissen. Wow. Dem haben wir es aber gegeben. So, Gold hier. Ein Jägerbogen vielleicht noch. Ja. Hey. Wow. Nein. Jetzt ist er gelandet. Diesmal ist er gelandet, der Drache. Und es ist ein Feuerdrache. Das heißt, wir sind im klaren Nachteil. Und der Wolf geht uns immer noch auf den Senkel. Ich hoffe jetzt mal, dass der Drache es nicht auf uns abgesehen hat. Ich hoffe. Ich hoffe. Bitte nicht. Bitte nicht. Nee. Also, ich sehe keinen roten Punkt. Das bedeutet, er hat uns wahrscheinlich nicht gesehen. Oder er ignoriert uns. Was ich ganz nett von ihm finde. Da hinten fliegt er rum. Wie majestätisch die Viecher doch sind. Naja. Wir müssen uns rächen. Wir waren nämlich auf dem Weg, eine Räuberbude auszurauben. Und diesmal speichere ich ganz einfach vorhin. Was mich zwar auch wieder nervt, weil Speichern ist so immer so ein Unterbruch in der Spannung und so. Aber na. Wenn man halt nicht speichert, dann passieren solche Sachen eben. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt gerade grundlos einen Hirsch umgebracht habe. Ich will meine Schwertdingens trainieren und ja. Hier hätten wir es wieder, das Lager. Und jetzt einmal speichern. Zack. Für diese zwei kleinen Feiglinge nehmen wir doch Funken doppelt. Und schießen ein Kamehameha auf den Typen. Und tschüss. Bevor er den ersten Pfeil schießen kann, stirbt er dahin und fällt aufs Maul. So, Eisenpfeil. Gold, jawohl. Ihr habt
habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Oh, wir haben schon keine Magie mehr. Ja, das ist hier mal eine Überraschung. Dann trainieren wir halt den Schwertkampf und Schuss. So, Eisenpfeil. Hier haben wir ein Pelzschild. Das finde ich ja mal ganz cool. Und hier unsere Rüstung. So, Bekleidung. Hier Eisenhelm, bla bla bla. So, und das Schild. Jetzt geht's mal richtig in den Zweikampf. Wow. Was war das?